Hallo zusammen, ich bin der Dragon Rider und heute habe ich einen speziellen Motorlog für euch. Nämlich nehme ich euch mit auf eine Group Ride. Und viel genauer ist das ein MT Ride, der seit 4 Jahren von Motostram hier in Madiswil organisiert wird. Ich weiss noch nicht, was für einen Töff ich bekomme, weil ich selber keine MT habe. Und ja, sind wir mal gespannt. Viel Spass bei diesem Motorlog. Zusammen. Wir haben gestartet zum MT Ride 2019 vom Motostram in Madiswil. Ihr seht, ich bin hier gerade hinter den Vorausfahrern unterwegs. Ich gehöre auch zum Team eigentlich, mache aber heute vor allem Foto und Video. Und Motovlog natürlich, wenn man das schon mal kann. Unterwegs bin ich auf einer MT-07. Älteres Modell, also nicht das aktuelle. Mal wieder MT-07 fahren ist super. Ist ja schliesslich auch das meistverkaufte Fahrzeug von dieser Modellreihe. Und darum ist es natürlich genial, wenn man das auch mal wieder fahren kann. Gut, für die, die es nicht kennen, da hier, das ist ein Group Ride. Group Rides haben immer so die Eigenschaft für sich, dass sie eher gemächlich sind, weil es müssen ja alle können mitfahren. Und ja, darum sind wir halt jetzt auch nicht ganz so schnell unterwegs. Es ist aber gleich immer eine sehr coole Erfahrung, wenn man da dabei ist mal. Weil es sind ja tolle Leute und sie machen das auch wirklich mega cool. Das ist jetzt das dritte Mal, als ich dabei bin mit dem Stram. Und Sie suchen ja immer schöne Strecken, die einem ein inspirieren, wenn man aus der Region kommt, dass man wirklich mal Orte durchfährt, die man nicht so kennt. Ich habe recht viele neue Routen lernen kennen durch das und das finde ich auch natürlich Hammer. So, ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen, wie so eine Group Ride funktioniert oder sollte funktionieren. Sie haben das wahnsinnig gut eingespielt. Sie sind ja alle verbunden mit Funk miteinander. Also alle mit den Westen, außer mir, sind verbunden mit Funk und gehören dementsprechend aus. Also können zusammen miteinander kommunizieren. Und da hat es immer einer, der vorausfährt, um eigentlich die Strecke zu zeigen. Das ist er mit der Nikon vorne, der Benz. Und der Rest von diesen Vorausfahrern, die, je nach Situation fahren sie noch weiter voraus, gehen Kreuzungen sperren eigentlich. Also sperren muss man so verstehen, einfach, dass alle sicher können über eine Kreuzung fahren zum Beispiel. Und das ist alles super eingespielt. Ihr seht hier mit dem Nebeneinanderfahren funktioniert super. Und ja, wenn man nachher irgendwo an eine Kreuzung herkommt, ist es essentiell, dass die Leute wirklich können durchfahren können, als man die Gruppe nicht auseinanderreisst. Und das ist gar nicht so einfach schlussendlich, also darum ist auch immer das Tempo ein bisschen schwierig zu bestimmen, weil eigentlich müssen die die Kreuzung sperren, nachher alles wieder aufholen und alles wieder vorfahren. Und dann darf man halt auch nicht das Tempo zu hoch wählen, weil sonst führt das schlussendlich ja dann auch dazu, dass dass die Gruppe auseinandergerissen werden oder dass die ganze Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. So, jetzt seht ihr mal, wie das funktioniert mit dem Strassensperren. Vorne seht ihr jetzt, da sind zwei vorausgefahren. Das Vorderneiken. Und ihr seht jetzt, wie sie schön schnell die Strasse sperren. Schauen, dass da niemand reinfährt. Und jetzt geht es nämlich Richtung Kappeler. Das ist umso schöner, wenn man keinen Verkehr hat. Dann lasse die Giele nach vorne fahren. Giele um Adi. Immer schön, dass sie genug Vorausfahrer haben, die die Kreuzungen sperren können.
Gut, was kann man zur MT-07 also sagen, was noch nicht gesagt ist worden? Die meisten kennen die MT-07, wissen, was das für ein TÜV ist. Talibet. Und ja, es ist halt einfach wahnsinnig einfach zu fahren, ein TÜV, der im Alltag super funktioniert, der aber auch Spass macht, der super handlich ist, sehr kräftigen Motor hat, der aber nicht, wirklich niemand überfordert, aber auch niemand sollte langweilen eigentlich. Und ja, es ist einfach ein verdammt gutes Paket. Super zum Fahren, auch vom Kaufpreis her sehr erschwinglich, muss man sagen. Ich würde nicht sagen billig, die Verarbeitung ist bei der MT-07 super, die Qualität stimmt, die sind auch sehr langlebig, also habt ihr sicher so einen von diesen Töpfen, die man einfach ohne Bedenken kaufen kann. Und ich glaube auch, es gibt viele Leute, die das wissen und ja, wenn sie jetzt, sagen wir es jetzt mal, sie haben irgendein exklusives Prestige-Bike in der Garage, dann ist es gleich immer noch eine gute Möglichkeit, so einen nebendran zu haben, weil es ist halt wirklich mega easy zum Fahren, es ist, Verbrauch ist tief. Im Alltag ist es natürlich genial, so einen MT-07 zu haben. Wir haben natürlich bunt durchmischt hier alles. Von Nikon, die eigentlich kein MT ist, aber wir haben sie jetzt einfach gleich mal dabei. Macht ja Sinn, ist die Basis MT-09. Natürlich sehr viel anders gemacht, aber die Basis ist etwa die gleiche. Und ja, wir haben MT-07 dabei, wir haben MT-01. Die ganzen brutalen, grossen, volumigen dabei. Wir haben MT-03, MT-09, MT-09SP, MT-10, MT-10SP. Also ist wirklich alles von MT-Baureihe irgendwo dabei. Praktisch. Der Horte müssen zeigen, was Nike kann. Das sieht ein bisschen aus. Wunderschöne Strecke, nicht ganz ungefährlich. Natürlich eng und ja, geht viel runter. Und hier fahren auch viel Auto durch. Und Auto haben immer so ein bisschen die schlechte Angewohnheit, die Kurve zu schneiden. Nicht so übersichtlich, also nicht ganz ungefährlich. Sind wir wieder dabei. Wir fahren jetzt Richtung Mosek. Von Mosek geht es nachher Richtung Signal. Von Signal Richtung Kapf. Das, was ich in meinem letzten Motovlog mit der Tracer 900 gezeigt habe. Eigentlich. Das ist ohne Zweifel eine schöne Strecke zum Fahren hier. Und es hat ein paar schöne Kurven drin. Kein Verkehr. Wunderbar. Für so einen Rideout. Also sie machen das so sehr gescheit. Wir gehen hier eigentlich so Landstrassen durch, gute Landstrassen, also nicht so Rüttelpisten im grössten Teil.
Aber ja, definitiv gute Landstrasse, wo man auch gleich schön fahren kann, wo man aber nicht so viel Verkehr hat. Gerade am Sonntag natürlich wichtig. Und das ist natürlich genial. Das Tempo ist cool für so einen Rideout. Also, vielleicht nicht ganz so schnell wie die meisten würden normal unterwegs sein, aber wirklich ein gutes Tempo. Und angenehm zum Fahren. Zumindest da in der Führungsgruppe vorne. Die hinten müssen aber auch nachher gehen, also wird es sicher nicht viel langsamer zu und her gehen. So, jetzt sind wir auf der Mosek oben. Das ist irgendwo in der Nähe von Langnau. Restaurant Mosek. Wunderschöne Aussicht hier oben. Könnte man eigentlich auch mal ein bisschen fotografieren. Mal ein bisschen voraus. Wir haben hier eine schöne Stelle fing. Der hure Rauschblit. So, wir sind immer hier dabei. Haben die Mosek jetzt hinter uns gelassen. Und jetzt geht es Richtung Kap. Und auf dem Kap fassen wir nachher den Bratwurst. Und nachher geht es nochmal weiter. Also das ist erst die erste Hälfte, die wir jetzt fahren. Das sind insgesamt ja, 160 bis 180 Kilometer, die wir heute zusammen ja, unterwegs sind. Ja, da seht ihr jetzt auch noch ein paar andere wieder vorne dran, nehmt den No-Ways. Da seht ihr auch, wie gross das Feld eigentlich ist, wie sich das jetzt auseinandergezogen hat. Jetzt habe ich gleich ein paar überholt, aber bis ganz vorne muss ich schon noch ein bisschen etwas leisten.
So, nachdem dass wir jetzt eine feine Bratwurst gegessen haben, geht es weiter mit dem MT-Ride. Wir gehen jetzt als nächstes in die Richtung Schallenberg. Schallenberg dürfte der meiste Begriff sein, vor allem denen, die im Kanton Bern oder Umgebung wohnen. Ihr seht, es ist wunderschön, das Wetter ist auch nicht viel zu heiß, denke ich. Es ist eigentlich gerade so angenehm. Super, für auch noch zusammen etwas zu essen, so zu fahren. Absolut keine Sache. Jetzt, nächste Woche erwartet man über 30 Grad, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann muss man sich schon fast in den Bergen aufhalten, dass es wirklich noch angenehm ist. Das ist doch einfach wunderbar, die Aussicht hier. Schön. Ich habe übrigens noch mal nachgefragt. Das hier ist MT-07 plombiert, 35 kW. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist erstaunlich, wie wenig als man das merkt, also wie wenig fest. Das ist immer noch super sportlich zum Fahren. Das hat mehr als genug Kraft. Und ja, das funktioniert tiptop. Und er ist langsam. Ja, fahr. Noch ein bisschen Schallenberg geniessen. Kilowatt. Langsamer, können wir dann zuschauen. Schön. Stickerbomb. Da seht ihr jetzt alle abbiegen. Mega schön. Das ist der Salut Steffo! Oh, das ist doch einfach wunderschön! Schönes Tempo, das wir hier haben. Nicht racy, aber richtig schön. Wow, I like it. Echt nice, der Rideout, wirklich. Schöne Strecke, gute Leute. Das Tempo stimmt auch. Also wenn man so kann den Schallenberg fahren mit so vielen Leuten, das ist also absolute Ordnung. Natürlich wird man schneller fahren. Aber es ist vollkommen easy. So,
ich habe noch mal eine letzte Etappe für euch von diesem Motowalk. Ich hoffe, es war nicht zu lang gewesen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, mal da so an einem Group Ride dabei zu sein. Und ja, ich habe eigentlich schon mal ein Fazit parat. Und das ist sehr positiv, es hat heute wirklich extrem gefeckt. Mir hat gedacht, das war so in einem Rahmen gewesen, was wirklich vom Tempo wirklich geil war. Nicht schnell, nicht zu langsam. Eigentlich so, dass es wirklich für alle so Spass machen schlussendlich. Das kann man auch nicht erwarten, wenn man irgendwie 50 Töpfe dabei hat. Oder annähernd 50 Töpfe. Und ja, hat richtig gefeckt. Es war eine coole Sache gewesen jetzt. Wir sind jetzt hier im Wasen. Und es gibt noch ein Highlight, das sicher noch kommt. Das ist Fritzenfluh, die kennt ihr schon, die bin ich auch schon gefahren. Dort habe ich sogar schon bei einem Motovlog mit der MT-07 am Schluss ein kleines Video dazu. Also das braucht ihr jetzt nicht nochmal unbedingt zu sehen, wenn ihr nicht wollt. Das wäre es eigentlich soweit mit den wirklich wichtigen Ausschnitten, mit den wichtigsten Sachen. Ja, ich hoffe, wenn euch das gefallen hat und ihr auch mal so etwas im Weit dabei seid, halt ein bisschen die Augen offen. Es gibt diverse Hersteller, die das immer wieder machen, schweizerische Ausfahrten. Es gibt diverse Hersteller, die das immer wieder machen. Dazu gehört Yamaha, dazu gehört Kawasaki. Heute ist zum Beispiel gerade Kawasaki mit, die haben also Rideouts dorthin gemacht. Honda macht das, glaube ich, jetzt auch mittlerweile. Und diverse Händler, wie jetzt hier Motostram, organisieren selber solche Sachen auch. Und ja, wenn ihr mal interessiert seid daran, teilzuhaben, dann seht ihr jetzt hier, es ist eigentlich wirklich eine gute Sache. Es ist nicht umlamäschel oder so, es ist wirklich, wir fahren richtig schön. Das ist eine coole Sache. Mir hat es Spass gemacht, ich hoffe euch auch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Motowalk wieder und dass ich ganz viele Kommentare von euch bekomme. Lasst mir ein Abo da, Junge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Dragon Rider. Ciao.